So, ich versuche es jetzt einfach mal im Sitzen. Ich habe, also ich nutze das jetzt einfach gnadenlos aus, dass er nicht hier ist. Von hier bin ich das. Von hier ist es Gott. Zwiegespräche mit Gott heute 1a. Na Gott? Na? Na, weißt du, was ich mir gekauft habe? Ein Auto? Falsch. Ein Häuschen in Grün? Falsch. Du hast doch nicht etwa... Hab ich nicht, Gott. Ich hab ein Planschbecken erworben. Staunst du, wa? 12,99 bei den Kaufhalle Schönhauser, Gott. Ein original aufpustbares Planschbecken. Glückwunsch. Ist der Sommer ja gerettet, wa? Kannst du laut sagen, Gott, aber... Psst. Leise? Ja. Dürfen die Kinder nicht hören. Noch nicht. Dürfen sie noch nicht wissen von. Die sollten mal ruhig mal denken, dass wir diesen Sommer, wie geplant, irgendwo hinfahren würden. Ans Meer oder so. Ach. Ja. Wir wollen sie ruhig mal in den Glauben belassen, nämlich. Wenigstens eure Kinder, du. Wir, Gott, wir wollen sie in den Glauben belassen, dass wir wegfahren. Kein so ein hirnverbrannter Religionsschnickschnack. Lediglich naturwissenschaftlicher Alltagsglaube. Wir wollen einfach, wie das Verreisende gewöhnlicherweise tun, die Wochen vor den Ferien voll an Austicken sehen. So mit Sachen besorgen und Koffer mit diversen Krimskrams vollstoppen. Und streiten und was weiß ich da, Impfung, hast du nicht gesehen. Das volle Programm eben. Und wenn wir an Tag X abmarschbereit an der Pforte stehen, denn mach ich den Spruch. Den Spruch. Ja, verkündig feierlich, denn wir auch diesen Sommer wieder hier bleiben dürfen. Dass wir überhaupt gar nicht weg müssen. Weil wir ja nämlich unser Planschbassing haben. War ich zu dem Zeitpunkt natürlich längst aufgepustet und mit Wasser befüllt bei uns im Hof zu stehen hab. Na, was sagst du? Bei euch im Hof. Bei uns im Hof, ja. In Hof. Unser Hof ist 1A, Gott. Naja. Was heißt denn hier, naja, unser Hof ist allererste Sahne. Unser Hof, ja, unser Hof kann es locker mit Spanien aufnehmen. Oder Mallorca, oder hier Karibik auch. Mallorca ist übrigens Spanien. Weiß ich selber, muss ich immer so tun, bloß weil du Gott bist. Ich wollte bloß sagen, dass ein Hof eben ein Hof ist. Wir haben aber Blumen in unserem Hof, Gott. Er ist und bleibt trotzdem ein Hof. Da ist auch eine Katze noch. Und andere Tiere gibt es auch noch. Was denn für andere Tiere? Da gibt es zwar eine andere Katze, Gott. Einer hat Streifen und die andere hat Flecken. Katzen. Fliegen gibt es außerdem. Katzen fliegen und manchmal verirrt sich auch ein Spatz da hinten. Aber der lebt nie lange. Weil die eine Katze ziemlich auf Zack ist. Die mit den Flecken. Könnte das vielleicht sein, dass die Kinder sich mal auf was anderes freuen? Vielleicht wollen sie mal weiße Strände sehen. Oder Palmen. Oder Kaktusse. Und den lauen Nachtwind den Klängen exotischer Rhythmusinstrumente lauschen. In Polen regnet es auch manchmal. Ich hab die Welt nicht umsonst ein bisschen größer gemacht, Sportsfreunde. Und ich hab nicht umsonst ein Planschbassing gekauft. Das läuft euch nicht weg. Wenn sie 18 sind, können sie von mir aus gerne ins Ausland hören.
Habt ihr Geldprobleme? Ihr habt überhaupt keine Probleme, Gott. Uns jetzt prima. Krise, wa? Uns jetzt wunderbar, Gott. Eins Asia. Die haben nämlich unser Planschbassing. Kannst gerne mal vorbeikommen. Im Sommer. Zu uns im Hof. Jederzeit. Jederzeit, Gott. Adresse kennt sie ja. Wir sind eigentlich immer da. Nicht mal ein Kurztrip. Eine Woche. Tschüss, Gott. Tschüss, Lu. Ach Gott. Ja. Was kommt eigentlich da hinter Polen? Kommt ganz drauf an, von wo aus man das betrachtet. Dann habe ich Tschüss.